366 Bärengeschichten von Maren Janssen. 21. Juni. Ein Stapel Kleider. So lernt er an diesem Nachmittag viele Tiere aus dem Zirkus kennen. Als er zurückfliegt, sieht er, wie Brumm nervös vor dem Wohnwagen auf und ab geht. »Wo warst du denn den ganzen Nachmittag?«, fragt Brumm vorwurfsvoll. »Ich finde es nicht nett von dir, mich allein zu lassen und einfach so fortzugehen. Nennst du das Freundschaft?« Irrwitz verkneift sich eine gemeine Antwort. Er versteht, dass Brumm vor seinem Auftritt etwas nervös ist. »Was ist das?«, fragt Irrwitz und zeigt auf einen Stapel bunt gefärbte Kleider auf dem Stuhl. »Sie wollen, dass ich das anziehe, aber das mache ich wirklich nicht«, brummt Brumm. 22. Juni. Sehr vornehm. Irrwitz schaut sich den Stapel etwas genauer an. Eine Jacke, eine Hose, eine Schleife, ein paar große Schuhe und ein Hut mit Blumen. »Nein, den Hut würde ich auch nicht aufsetzen«, kichert er. »Und die Schuhe. Ja, aber die Jacke und die Schleife kannst du noch probieren. Damit siehst du wahrscheinlich sehr vornehm aus.« Brumm schaut Irrwitz misstrauisch an. »Meinst du wirklich oder machst du dich über mich lustig?«, brummt er. »Nein, das meine ich wirklich«, sagt Irrwitz. Brumm zieht die Jacke an und stellt sich vor den Spiegel. »Vielleicht hast du nicht ganz Unrecht«, gibt er zögernd zu. »Okay, die Jacke ziehe ich an, aber den Rest können Sie vergessen.« 23. Juni. Brumm bleibt stur. Es kostet ziemlich viel Mühe, Oli Mamoli und Boso zu überzeugen. Der Direktor und der Dompteur versuchen alles Mögliche, um Brumm in die Kleider zu kriegen. »Aber sehen Sie sich doch um. Es ist geradezu ein Privileg, angezogen auftreten zu dürfen. Nur große Stars dürfen das«, versucht Oli Mamoli Brumm zu überzeugen. »Zieh doch wenigstens die Hose an«, drängt Boso. Aber Brumm bleibt stur. Und als er damit droht, gar nicht aufzutreten, gibt Oli Mamoli schließlich nach. »Na gut, nur die Jacke, den Rest brauchen Sie nicht anzuziehen.« 24. Juni. So viele Leute. Allmählich füllt sich das Zirkuszelt. Von nah und fern sind die Bewohner des Landes gekommen, um die neue Attraktion im Zirkus zu bewundern. Einen echten, großen Braunbären haben sie noch nie gesehen. Oli Mamoli reibt sich die Hände. Das bringt Geld in die Kasse. Brumm und Irrwitz schauen hinter dem Vorhang hervor. »So viele Leute«, sagt Brumm. »Ja, die kommen alle deinetwegen«, erklingt die Stimme von Boso hinter Brumm. »Also enttäusch sie nicht.« Brumm geht nervös auf und ab. 25. Juni. Verehrtes Publikum. Als alle Plätze im großen Zirkuszelt besetzt sind, betritt Oli Mamoli die Manege. Er verbeugt sich tief. »Verehrtes Publikum, heute Abend haben Sie das Vergnügen, so große Artisten zu sehen wie Pip den Clown und den Dompteur Boso, der nur mit Hilfe seiner Peitsche den gefährlichsten Löwen des Landes im Zaume hält. Wirklich lebensgefährlich!« »Ja, ja«, denkt sich Irrwitz. »Lebensgefährlich aber wohl eher für die Löwen.« Oli Mamoli fährt fort. »Als absoluten Höhepunkt unseres heutigen Programms, als großes Finale, die Neuerwerbung unseres Zirkus, Brumm, der große Braunbär. Aber nun bitte ich erst einmal um Ihren Beifall für Jako, den Seehund!«